Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Was war eigentlich vor kurzem mit Randy Orton in dem Match gegen die Street Profits los? Dann haben wir noch Ärger bezüglich des neuen Themes von Tommaso Ciampa. NXT hat mal wieder schlechte Einschaltquoten und einige andere Verletzungen und sowas. Also einiges, auf geht's. Heute beginnen wir mit NXT. Diese haben nämlich mal wieder einen neuen Negativrekord gebrochen, wenn man das so sagen möchte, zumindest für das letzte Jahr. Denn die vorletzte NXT-Episode hatte sehr, sehr schlechte Einschaltquoten. Wir kamen nur knapp über 500.000 Zuschauer. Das klingt zwar erstmal viel, ist aber eigentlich dafür nicht so gut. Also im Vergleich zu dem ganzen letzten Jahr war das mal wieder eine NXT-Episode, die nicht so wirklich gut gezogen hat. Und das, obwohl Leute wie Dolph Ziggler und so da angekündigt waren, beziehungsweise da aufgetaucht sind. Ich glaube, das war die Episode, wo er erst aufgetaucht ist. Auf jeden Fall, haben wir ja schon hier darüber gesprochen, dass man auch mit diesen ganzen Raw-Storylines versucht, NXT weiter zu pushen. Denn solche Einschaltquoten möchte man natürlich mit diesem neuen, tollen 2.0-Produkt nicht haben. In einer der letzten Being the Elite-Episoden haben wir Flip Gordon gesehen. Das ist einer der Ring of Honor-Superstars, der natürlich auch sehr gut befreundet mit einigen Elite-Membern ist. Und auch bei der ersten All-In-Show war, als All Elite noch nicht entstanden ist, aber halt da schon so ein Pay-Per-View gemacht hat. Und hier gab es jetzt auch schon wieder die Spekulation, ob vielleicht Flip Gordon demnächst einen All-Elite-Vertrag unterschreibt. Das ist bisher zwar noch nicht passiert, könnte aber jederzeit sein. Dann haben wir ebenfalls beim Elimination Chamber Pay-Per-View ja gesehen, das große, heiß erwartete Comeback von Alexa Bliss. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass man ja überlegt hat, dass man da so ein Double-Finish rausmacht, also ein Double-Count. Und jetzt natürlich dann die Frage, warum ist denn Alexa jetzt schon wieder nicht zu sehen? Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen hatte Alexa vor kurzem ihren Junggesellinnenabschied. Das heißt, die ist kurz davor zu heiraten. Und hat man natürlich erstmal andere Sachen zu tun, zu organisieren und so weiter. So, die nächste Sache ist, dass man mal wieder keine Ahnung hat, was man mit ihr machen soll. Das heißt, sie ist zwar jetzt theoretisch wieder da, aber man hat keine Ahnung, wie jetzt der Plan ist. Zumindest aktuell. Nach WrestleMania soll es wohl irgendwelche Pläne geben, aber auch die können sich wieder ändern oder nicht passieren oder sonst irgendwas. Also auch hier müssen wir abwarten. Aber eigentlich ist jetzt erstmal gedacht, dass bis zu WrestleMania mit Alexa nichts passiert. Dann haben sich vielleicht einige gewundert, warum Ricochet aktuell so einen krassen Push bekommen hat bei SmackDown. Und das, obwohl er ja vorher immer mal nur so darum gedümpelt ist. Und das hat was damit zu tun, dass Ricochet im SmackDown-Roster jetzt bei den Singles-Wrestlern auf Platz 2 bei den Top-Babyfaces steht. Nach Drew McIntyre. Das heißt, intern werden natürlich alle Leute gerankt. Und wir haben halt so Leute wie Shinsuke Nakamura und Rick Boogs, die halt mit New Day halt schon Faces sind und auch größere Namen. Aber die sind halt in der Tag-Team-Szene und im Single-Bereich halt nicht. Und im Single-Bereich haben wir dann halt nur McIntyre als großen Namen. Ja, und dann muss man halt gucken, denn halt so Leute wie Cesaro sind ja jetzt nicht mehr da, also musste man halt dann sehen. Also kam Ricochet denn da aufgerückt und so baut man jetzt Ricochet einfach nur ein bisschen krasser als einer der Top-Babyfaces für SmackDown auf. Übrigens dann auch eine sehr gute Idee gewesen, Finn Balor zu Raw zu schicken. Obwohl man dann gemerkt hat, dass vielleicht ein bisschen die Star-Power, was Babyfaces angeht, bei SmackDown fehlt. Aber hey, wer bin ich schon? Keine Ahnung. Dann haben wir vor kurzem bei Raw das Raw-Debüt-Match von Tommaso Ciampa gesehen gegen Robert Root. Und da fiel auf, was viele Leute natürlich nicht so schön fanden. Und zwar hat Tommaso Ciampa ein neues Theme bekommen. Wir kennen ja alle sein sehr schönes Theme No One Will Survive aus NXT. Das war sehr beliebt, sehr bekannt, alle haben es gefeiert. Und jetzt hat er aber ein anderes Theme bekommen. Das klingt zwar auch gut, aber ist halt Neues. Und wir wissen, wenn es was Neues gibt, muss das nicht immer auf positive Resonanz führen. Und das hatten wir dann hier auch. Es gab also doch einige Stimmen, die sich dazu aufgeregt haben, dass er ein neues Lied bekommen hat. Aber ja, er selbst hat sich halt auch schon dazu geäußert. Es ist halt wie es ist. Es ist halt jetzt neu und so. Und es ist halt, muss halt sein. Aber das neue Lied ist ja geil. Also passt schon.
So, dann eine richtig krasse Meldung. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich noch an Cain Velasquez. Der war ja bei der UFC ein sehr großer Name, kam ja zwischendurch dann auch mal kurz zur WWE für einen der Saudi-Pay-Per-Views. Und dieser, ja, der hat jetzt andere Probleme gehabt. Denn es gab eine Schießerei und er wurde festgenommen. Der andere, der angeschossen wurde, wurde dann im Krankenhaus behandelt und so. Und jetzt steht Cain Velasquez vor Gericht wegen versuchtem Mordes. Das ist mal eine krasse Meldung. Ja, aktuell war er sowieso unter Nicht-UFC-Vertrag, unter Nicht-WWE-Vertrag. Deswegen fällt das jetzt erstmal auf keinen zurück. Aber trotzdem erstmal eine krasse Meldung. Und dann gab es noch eine Info, und zwar hat Jeff Jarrett bekannt gegeben, dass Scott Hall hingefallen ist und sich seine Hüfte gebrochen hat. Der ist also aktuell im Krankenhaus, beziehungsweise war es vor kurzem, aber wird er wahrscheinlich immer noch sein, und wird da behandelt. Also Scott Hall aktuell gesundheitliche Probleme. Dann habe ich noch ein paar Verletzungen, und zwar erstens mit Amari Miller. Die hatte vor kurzem ein Match gegen Lash Legend und hatte nach diesem Match eine Gehirnerschütterung, musste also dann erstmal komplett untersucht werden und sowas, musste auch mit rausgeholfen werden, also das war schon mal wieder eine schwierige Sache. Dann haben wir ja noch was zu Randy Orton. Ihr erinnert euch ja, ich habe es auch in meiner Review angesprochen, es gab ja vor kurzem das Match, die Street Profits gegen RK-Bro. Und irgendwie sah das in den Shows schon nicht so aus, als wäre das Ende so geplant gewesen. Es gab den Frog Splash von Montez Ford und ja, dann irgendwie hat Randy Orton sich da in Schmerzen gekrümmt. Irgendwie sah das alles komisch aus und dann gab es auch den kein Kickout aus dem späteren und so. Also irgendwie, es sah komisch aus, wenn du das geguckt hast. Und jetzt kam er da raus, war auch einfach so nicht geplant. Eigentlich sollte nämlich das Team RK-Bro nach einigen schönen RKO-Partys das Match für sich entscheiden. Es ging aber leider nicht mehr, denn Randy Orton hat sich irgendwie was eingeklemmt oder gezerrt oder sonst irgendwas. Es ist dann zwar keine wirkliche Verletzung draus entstanden, aber für den Moment konnte Randy nicht weitermachen und damit ging dieses Match dann so aus. Ist also halt einfach nicht so geplant gewesen und ja, ist aber jetzt nicht zurückzuführen auf Montez Ford oder so, dass er irgendwie seinen Move scheiße gemacht hat oder sonst irgendwas. Das sind halt so Sachen, ja, die passieren halt. Jo, Freunde, das war's denn auf jeden Fall erstmal mit dem Video für heute. Also natürlich Abo-Button drücken, damit ihr auf jeden Fall hier auch dann die News für morgen und so dann auch schon wieder mitkriegt. Und ansonsten natürlich das übliche Daumen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kanalmitglied werden, wunderschönen Tag haben. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns dann im Livestream. Haut rein, macht mir Sonne und haut rein. Und tschüss.